Ja, es wird langsam Zeit, dass man sich das etwas stärkere Setup kauft. Also, wir kaufen uns heute die Bootsroute. Und zwar geht es auf die leichte Bootsroute. Allerdings, bevor wir das machen, schauen wir noch mal kurz am Shop, was wir da an Neuigkeiten entdeckt haben. Schau mal eine an, mit so einem kleinen Patch kommen da auf einmal ganz, ganz wilde Kandidaten noch mit rein in das Game. Oder zumindest gibt es so kleine Hinweise, was denn hier noch alles reinkommen könnte. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Den haben wir hier schon, den Schwarzfisch. Den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir auch. Aber den hier haben wir doch noch nicht. Da oben den haben wir auch noch nicht. Also ist, man sieht zumindest noch verschiedene Fischarten, die hier wohl noch reinkommen könnten. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze, ja, ist ja, wie schon mehrfach auch angekündigt, es ist ja quasi erstmal die Basis für das Meeresangeln. Damit geht es jetzt los in Richtung Salzwasser eben in R4. Und was da noch drauf aufgebaut wird, wir hoffen einfach mal auf vieles Gutes und Spannendes. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter mit der Bootsroute. Ich habe ja angefangen natürlich mit der Pilkroute. Anfangs war die Poseidon ja noch ausverkauft. Mittlerweile würde ich sagen, man kann sich eine von den beiden Routen ganz gut kaufen. Ocean Queen hat natürlich den Vorteil, dass man ein hohes Wurfgewicht hat. Das heißt 160 Gramm bis 420 Gramm, hat aber auch gleichzeitig den Nachteil von diesem hohen Wurfgewicht. Denn wenn man viel am Ufer steht, und das mache ich tatsächlich recht viel, dann ist dieses Wurfgewicht von 50 bis 190 Gramm vielleicht doch noch ein bisschen praktischer. Und auch das Teil kann man ganz gut fürs Pilken auf dem Meer verwenden. Und wir haben hier natürlich Plus, also Plus XP, und Plus auf die Montagen und Plus aufs Meeresangeln. Wir sind immer 5% weiter mit dieser Route, also nur mit dieser Route in der Verwendung. Das heißt, wir sind einfach immer noch mal 5% mehr im Meeresangeln weiter. Ja, heute geht es jetzt aber um die Bootsrouten. Bei den Bootsrouten ist es jetzt so, die WTA Coast Runner waren ja zuletzt ein wenig verbuggt. Das wurde jetzt zum Glück korrigiert. Und ich habe die Route auch heute schon getestet. Also bereits gekauft, schon getestet und damit auch schon direkt den ersten über 60 Kilo Heilbutt rausgeprügelt. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe ich habe ihm Zeit auch gelassen. Also ich habe die Bremse nicht die ganze Zeit zugemacht, sondern habe ihn relativ entspannt rausgezogen mit einer Wenger als Rolle. Und so nutze ich das Teil eben auch jetzt gerade noch. Wichtig, warum diese Bootsrouten? Weil wir mit den Bootsrouten zwei neue Montagen dann nutzen können. Das heißt, wir sind hier beim Meeresangeln, haben dann irgendwann das Running Ledger Rig frei und das Collar Rig. Und diese beiden, hier haben wir das Ganze jetzt, das gesamte Setup. Da ist sie, die Coast Runner 70040. Ja, und so ist das Ganze hier gerade aufgebaut mit der Pilkmontage. Und die Pilkmontagen haben wir, wie gesagt, natürlich auch auf den Pilkrouten. Aber auf den Bootsrouten haben wir eben die nächsten Montagen. Running Ledger Rig. Anfangs noch mit einem Seitenarm sozusagen, beziehungsweise mit einem Haken. Und später kommt dann noch der zweite dazu. Und Flying Collar Rig.
gar nicht so schlecht, macht auch schon einen ganz guten Eindruck. Und das werde ich auch vermehrt jetzt anfangs noch nutzen. Dieses hier, das werde ich wahrscheinlich erst später nutzen, wenn es dann wirklich ins Schleppen geht auf die größeren Brocken. Wobei ich das natürlich auch nochmal ausprobieren werde, vielleicht mit nur kleinen Filets dran, gar nicht so ganz groß, vielleicht auch ein bisschen kleinere Haken. Auch das werde ich nutzen. Beides wirklich gute Montagen, die man eher auf dem Grund nutzt natürlich. Ne? Wir haben hier das Blei und dann schleppt man so langsam über den Grund und gerade hier drauf, ja, da fahren die Heilbutt auch ganz gut ab, wenn man hier mit so Halben oder mit so Fischköpfen rumhantiert, mit diesen großen Filets, dann gehen da auch die Brocken rein. Ja, wie gesagt, hiermit habe ich quasi gestartet. Ich habe auch hier jetzt schon mal Skillpunkte rein investiert und damit komme ich dann auch weiter. Wir bauen das mal eben zusammen. Da ist es, Flying Collar Rig. So. Das Ganze hier immer noch so auf gut 60 Kilo alles, ein bisschen solide zusammengebaut. Dann kommt da ein großes Blei ran. Ich nehme gerne auch ein Blei, was ein bisschen mehr Gewicht hat, denn wir wollen ja auch schnell runter. Und da gab es dann auch schon einen Tipp von R4, ruhig hier vielleicht diese Kugeln zu nehmen. Ruhig ein recht hohes Gewicht. Ich nehme das jetzt hier mal mit 300 Gramm. Zack und gib ihm. Dann kommt die Mundschnur. Eine Mundschnur in einem passenden Gewicht. Nehmen wir jetzt hier vielleicht auch mal 60 Kilo. Und da sehen wir verschiedene Arten der Mundschnur. Und bei der Mundschnur muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, wie lang man das wählt. Das heißt, wenn man eine hohe Driftgeschwindigkeit hat, kann man wohl auch hier diese 2 Meter nehmen. Ansonsten eher die etwas kleineren. Ich glaube, ich werde diesmal hier diese 1 Meter, die schöne, die goldene Mitte verwenden, um das nochmal zu testen gleich. Und dann gibt es hier auch noch einen passenden Haken. Da gab es auch nochmal eine Info aus dem Chat heute, aus dem Livestream-Chat auf Twitch. Apropos, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr Russian Fishing 4 live auf Twitch. Und im Moment auch jeden Tag. Also auch die anderen Tage. ja, und hier brauchen wir einen anderen Haken. Das steht wohl auch mit im Beschreibungstext. Und ich habe einen Haken genommen. Hier jetzt mit, also es ist ein Meereshaken unter der Kategorie Meereshaken. Mit so einem schön langen Schenkel, also ein ganz langer Hals hier sozusagen. Und dann kommt erst unten der Haken, weil wir das auf solchen langen Würmern hier verwenden. Bei den Würmern, da gucken wir auch gleich nochmal eben rein. Wir nehmen mal jetzt einfach hier den roten. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Meeresteckel, Lockmittel, Würmer aus Silikon. Bei den Würmern habe ich jetzt erst einmal nur die etwas kleineren genommen. 14 cm, 16 cm. Die ganz großen hier, auch das hebe ich mir für später auf. Mein Setup ist noch nicht Midgame-tauglich sozusagen oder fürs Meeresangeln, sondern ich sag mal so, immer noch im Anfängerbereich. Da sehe ich mich noch nicht so ganz. Ich will noch nicht die ganze Zeit dicke Brocken ziehen, sondern ich will viele Fische fangen mit einer hohen Frequenz, gerne auch kleine Fische, damit man schön schnell Skillpunkte macht. Es gibt zwei verschiedene Varianten bei den Würmern. Das hier ganz klassische, recht agile Würmchen mit ja, keiner Besonderheit sozusagen in den verschiedensten Farben. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass wir hier eine große Farbauswahl haben, um alles schön anzupassen. Und bei dem zweiten gibt es dann nochmal, ja, ich sag mal eine Erweiterung sozusagen oder eine zusätzliche Info. Zum einen sind die imprägniert mit einem Lockstoff. Das kommt nochmal zusätzlich dazu. Das heißt, die riechen wohl irgendwo noch. Und zum anderen machen die wohl auch noch Sounds. Die geben wohl Geräusche ab durch diese Form, durch die Bauart sozusagen. Und haben natürlich hinten auch noch, wie die Twister, so ein Schwänzchen dran. Das ist natürlich auch nochmal ganz praktisch. Das heißt, dadurch winken die auch noch schön zusätzlich. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich glaube hier, ja, der war vorhin ausverkauft, ist gerade wieder da. Zack, gekauft, der fehlte noch. Dann habe ich alle komplett. So, das heißt, ich habe jetzt am Anfang erstmal diese 2 Sorten. Reicht für mich.
Zusätzlich haben wir aber nochmal zwei Köderarten, die wir verwenden können. Und zwar können wir das Ganze verwenden mit Filets. Und zwar Köhlerfilet, lange Streifen, also wie den Wurm, schön wiggledy-diggledy, wie der lange Wurm. Und das Makrelenfilet, also diese beiden Filetstreifen, die können wir auch nutzen an diesem Rig. Und auch das funktioniert schon ganz gut. Auch das werde ich aber auch noch weiter testen. Zum einen kaufe ich mir gleich nochmal etwas kleinere Haken. Einfach auch da wieder ein bisschen größere Frequenz. Und zum anderen, ja, ich glaube, ich gehe auch nochmal ein bisschen feiner rein. Also, ich werde gleich nochmal rausgehen, das Ganze ein bisschen testen und probieren. Letzten Endes wirft man hier mit dieser Montage aus und treibt einfach. Man guckt am besten, wohin geht es mit der Drift, und man treibt dann richtig schön, lässt das runtersinken auf den Grund. Man muss da auch keine großartige Führung machen, sondern man treibt einfach und es kommen relativ schnell sogar schon die Bisse. Oder man geht sogar in den Trolling-Gang und fährt aktiv, und da kann man dann entscheiden mit dem Wind oder mit der Drift oder dagegen. Je nachdem, wie man dann halt fährt, fährt man ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Da dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr schnell unterwegs seid, eben auch hier die Mundschnur vielleicht nochmal daran ein bisschen anzupassen. Aber so ist das Set, ja, mit der neuen Montage. Und das Schöne ist, es rasseln jetzt wieder mehr Skillpunkte rein. Das ist halt richtig gut. Ich bin jetzt hier bei über 60%. Langsam wird es immer schwerer und immer träger. Es dauert immer länger, bis die nächsten Skillpunkte kommen. Ja, aber da müssen wir durch. Warten wir ab, bis wir bei 80% sind. Dann wird es noch härter. Und die letzten 5 werden noch ein paar Wochen brauchen. Also, so viel dazu. Ich gehe jetzt wieder angeln. Jetzt gerade nichts rausgezogen, sondern einfach nur mal das neue Setup hier gezeigt. Und damit legen wir jetzt los. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.